Hallihallo, Hallöli und willkommen zurück bei mir im Kanal bei Shimmy Zockt Season 13 von Last Day on Earth. Zweiter Versuch der Aufnahme für die seltsame Fabrik. Ich habe es eben verkackt. Ich habe anscheinend am Aufnahmeknopf vorbei gedrückt und einmal schon hier die seltsame Fabrik durchgelaufen. Alles erzählt, alles gemacht, alles gequatscht. Und dann festgestellt, dass er gar nicht aufgenommen hat. Genauso bin ich gerade auch schon gewesen. Hier oben im Eiswindtal. Man sieht es, 11 Stunden 42 noch Abklingzeit. Also das scheint sich alle 12 Stunden zurückzusetzen. Das heißt, ich werde da in 12 Stunden erst wieder ein Video zu machen können. Da passiert aber nichts Schlimmes. Da sind ein paar verseuchte Rehtiere, ein paar wilde Wölfe, ein paar Blähblubber, ein paar schnelle Beißer. Und das war's. Wir kriegen von denen spezielle Sachen, die wir abgeben müssen, um da bei einem Typen einen Brief zu bekommen. Ich habe ja schon erzählt, bei jedem Boss in der Fabrik hier, wo ich bin, zeige ich aber gleich, wo gibt es einen Brief. In der Fabrik selber gibt es einen Brief, den habe ich aber jetzt schon eingesammelt. Kann ich euch dann nur trocken sagen, wo er liegt. Beim Händler gibt es einen Brief, den habe ich gerade eben auch. Ist er noch da? Genau, hier ist er noch. Bin ich gerade auch gewesen, habe ich einen Screenshot von gemacht. Gibt es auch einen Brief und dann den sechsten und letzten Brief bekommen wir dann hier im Eiswindtal, wenn wir so 60 Kuchen und heiße Getränke, insgesamt 4 Items mal 60 da abgeben. Leider habe ich es nicht aufgenommen, aber jetzt kann ich euch zumindest dann hier noch die seltsame Fabrik zeigen. Ich mache mal einen Kopf mal gerade klein, gerade mal vergewissern, jo, er nimmt auf. Weil ich wollte eben schauen, wie lange die Aufnahme schon läuft, dann sah ich, dass da eine Null stand und dass er gar nicht aufnimmt. Mach mal Kopf mal klein. So, normalerweise, wenn wir hier reinkommen, führt uns der Klaus Santig hier ein bisschen rum. Läuft mit uns zu dem Baum hier unten und sagt, oh, seltsame Maschine. Also an dem Baum hier können wir 5 seltsame Schmuck eintauschen. Schmücken Sie den Weihnachtsbaum in der Fabrik mit besonderem Schmuck. Da bekommen wir da eine Belohnung. Hier unten an der Kiste müssen wir Splitter eintauschen. Dieser Schrott kann nur in den Spenderprototypen in der Fabrik geladen werden. 30 Stück brauchen wir insgesamt, um hier eine Belohnung rauszukriegen. Wenn wir denn dann zum ersten Mal nach hier kommen, läuft der Klaus Santig mit uns rum und sagt, er hat seine Briefe verloren. Wir sollen mal im Briefverteilzentrum gucken. Hier ist das Briefverteilzentrum, hier liegen ganz viele Briefe rum. Hier in der Mitte liegt dann der erste Brief, den wir finden können. Habe ich jetzt leider natürlich auch schon eingesammelt. Ja. Entsprechend müssen wir dann noch hier rein. Da ist ein Boss. Um die Tür zu öffnen, brauchen wir diese seltsamen Schlüssel für den Zutritt zu den verschlossenen Teilen der Fabrik erforderlich. Hier brauchen wir 4, da gibt es einen Boss drin, da gibt es einen Brief drin. Hier brauchen wir 2, da gibt es einen Boss drin, da gibt es einen Brief drin. Oh, hier ist die letzte Tür, hier ist auch nochmal 6, da ist dann der schwierigste Boss drin. Und um diese Zuckerstangenschlüssel zu kriegen, müssen wir hier an dem Terminal unsere hart ergrindeten ohne Tooltip-Dinger. Ich sag da Mistelzweige für. Ich weiß nicht, was es genau ist. Irgendwas mit Weihnachten. Da gibt es ja einen Brauch, dass man sich die Mistelzweige über die Tür hängt und runterstellt und küsst. Das soll dann Glück bringen. Habe ich eben eingetauscht und habe so ein Ding nicht rausgekriegt. Ich habe da eben eine Dose Bier, die 2 Splitter und eine leere Kiste rausgekriegt. Sieht man das hinter meinem Kopf? Hier sieht man. Heißt also immer 200 Punkte eintauschen, da kommt hier eine Kiste rausgefahren, da ist dann Zeug drin, kann diese Schlüssel enthalten, die wir brauchen, um hier die speziellen Türen zu öffnen, kann aber auch nicht, muss nicht, heißt wieder grinden, 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 grinden. Wen da interessiert, für welchen Zombie es wie viele Punkte gibt, hat der Nostradamus bei mir im Discord eine kleine Liste gepostet. Discord.me/chemizock, Link ist auch unten in der Beschreibung, kommt ja bei mir am Discord-Server. Oh, da gibt es auch wieder neue Nachrichten, okay. Da hat hier eine kleine Liste gepostet, allerdings sind die Zombie-Namen auf Englisch, soll ja nicht weiter schlimm sein. Ich glaube, ihr wisst, welcher Zombie welcher ist. Hier Savage Giant auf der Crooked Farm, das sind die wilden Riesen. Bunker Alpha zum Beispiel, für den Blinden gibt es 110 Punkte, für die Tauben-Zombies in Etage 4 gibt es 7 Punkte. Frenzy Giant, also für die wilden Riesen gibt es 31 Punkte. Police Department, Hungry Jumper 12 Punkte und so weiter und so weiter. Die meisten Punkte gibt es natürlich in Bunker Bravo, weil das natürlich auch die krassesten Zombies sind.
Icy Valley, genau, da bin ich ja gerade gewesen. Fast Biter 4, Floater Bloater 14 und für ein Infected Deer, das ist wie so ein infiziertes Rentier. 3 Punkte und so weiter und so weiter und so weiter. Könnt ihr ja mal hochrechnen. 200 Punkte brauchen wir für einmal hier einzutauschen. Und insgesamt 12 Schlüssel, um alle Türen zu öffnen. Also es gibt nochmal einen ordentlichen Grind. Hier gibt es noch eine Werkbank, den Umwandler. Da können wir diese Lichterketten eintauschen. Gegen einen Splitter jeweils. Jetzt bin ich gerade eben in dem Video, was ich nicht aufgenommen habe, auch nochmal zur Tankstelle gefahren. Weil diese Teile hier, die brauchen wir auch für das Modell, was es jetzt an der Tankstelle... Tankstelle heißt das Ding, ne? Entschuldigung, wo die Slot Machine steht. 20 von jeder Lichterkette, also 20 rote Lichter, 20 bunte, 20 blaue, 20 gelbe für das Shopper Skin. Also wer Shopper Skin haben will, sollte tunlichst die nicht in Splitter umwandeln. Ich würde das erst machen, wenn ihr zu viele davon habt. Und diese Splitter dann unten an der Kiste eintauschen. Ja, ist jetzt blöd, dass ich das jetzt nur trocken erzählen kann, weil ich eben schon alles quasi einmal gemacht habe und dann mit Schrecken festgestellt habe, dass er nicht aufgenommen hat. Ja, ansonsten gibt es hier in der seltsamen Fabrik nicht viel, außer ein paar schöne Roboter, die uns hier Geschenke einpacken. Finde ich sehr nice animiert. Allerdings schade, dass es halt wieder nur für eine Season ist. Da machen die Entwickler sich eine Arbeit und programmieren hier so geile Sachen und das ist nach 4 Wochen wieder weg. Hier diese Greifarme packen hier alles ein, damit wir schöne Geschenke kriegen. Apropos Geschenke, habe ich bisher auch immer vergessen. Jeder von euch sollte mal in seine Inbox gucken. Da gibt es nämlich auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für jeden. Was heißt ein schönes? Ist halt relativ. Da gibt es eine rote Unterhose, ein Set Weihnachtsklamottenschuhe, davon gibt es ja nicht. Und auch schon mal 6 von diesen seltsamen Schlüsseln. Können wir zumindest eine Türe öffnen. Haben wir die jetzt in der Inbox oder ins Inventar gerichtet? Okay, die haben wir erstmal in der Inbox. Also nicht vergessen, ihr kriegt auch 6 von diesen seltsamen Schlüsseln nicht in der Inbox vergammeln lassen, sondern dann auch rausholen und einlösen, um hier so eine Tür zu öffnen. Ja, soll es dann jetzt gewesen sein an der Stelle. Leider kann ich gerade nicht mehr zeigen, weil ich das schon gerade eben alles einmal gemacht habe. Aber trocken erzählt ist, glaube ich, auch hoffentlich ein bisschen Informationsgehalt. Hier geht es dann wieder raus und das war es dann gewesen mit der seltsamen Fabrik. Also hier müssen wir eigentlich nur hin, wenn wir die Sachen eintauschen wollen, wenn wir unsere erkämpften Punkte gegen Kisten eintauschen wollen. In den Kisten können dann auch diese blauen Weihnachtskugeln drin sein. Vielleicht mache ich da noch ein separates Video zu, wenn ich genug davon habe. Ich für meinen Teil werde jetzt erstmal ordentlich grinden gehen. Ich muss jetzt hier, ich weiß nicht, ob ich hier immer rotes Gebiet, Tankstelle, hin und her, um da die Zombies zu schlachten. Ob ich vielleicht noch zur Farm oder Bunker habe ich gerade, glaube ich, nicht so viel Bock drauf, aber jetzt so ganz gechillt. Vielleicht setze ich mich gleich schon mit meinem Handy aufs Sofa. Ich habe ja das bei mir synchronisiert, dass ich den Spielstand hier am Handy weiterspielen kann. Und da ein bisschen rote Gebiete abfarmen. Die Blähblubber und die Giftscheusale und die Spitter alles mal gemütlich umschnetzeln, um ein paar 100 Punkte zu farmen, um dann mal ein paar Kisten aufzumachen, um zu gucken, ob ich davon den Zuckerstangen genug drin habe. Weil ich will natürlich auch Videos zu den Bossen machen. Dafür muss ich aber jetzt erstmal 12 Zuckerstangen kriegen. 6 hätte ich in der Inbox. Mal gucken, ob wir heute noch dazu kommen, dass ich da Videos zu mache. Hier 12 Stunden Cooldown, wie gesagt. Das heißt zweimal am Tag, wenn man es gut timet, wenn man irgendwie morgens um 8 und abends um 8 dahin geht, weil wenn man mittags um 12 hingeht, muss man bis nachts um 12 warten, oder wenn man erst nachmittags um 3 hingeht, dann mitten in der Nacht um 3, weiß ich nicht, wie das jeder hinkriegt, immer zweimal am Tag zu machen. Vielleicht mal auch die Polizei mal gucken. Grinden, Punkte. Wir brauchen hier diese Mistelzweige. Ich sag da jetzt Mistelzweige, ich habe keine Ahnung, wie die offizielle Bezeichnung dafür ist. Und ich wundere mich gerade, warum ich einen dritten Brief habe. Habe ich den gerade eben auch schon bekommen von dem Typ da oben? Wir machen mal trocken. Machen wir doch mal Trockenübung. Jetzt habe ich so viel gequatscht und wollte eigentlich zum Ende kommen. Der hat nämlich eben erzählt, ich soll ihm seine Sachen zurückbringen, damit er mir ein Brieffragment gibt. Ich denke, bei jedem Boss gibt es auch eins. Moment, es gibt eins in dem Briefverteilzentrum, 3 Bosse, 1 beim Händler, 1 liegt da rum. Moment, dann stimmt aber irgendwas nicht. Dann gibt es bei einem der Bosse keinen Brief. Ich kann das jetzt hier auch nur mal gerade nochmal trocken zeigen, was ich eben gemacht habe. Bin halt eben hier rumgelaufen. Hier unten der Typ sagte halt, ey, ich habe gehört, du magst Briefe. Ich gebe dir einen, wenn du meine Delikatessen von den Zombies zurückholst. Er sagt den Spruch sogar nochmal, das ist cool. Da kam man nämlich hier an dem Truck.
diese leckere Kuchen und Weihnachtskuchen, Heißgetränke und Weihnachtsschleifen abgeben. Ich habe eben 2 von diesen Kuchen, 4 von den Kuchen, 9 Heißgetränke und 8 Schleifen bekommen. Hier laufen dann halt ein paar Blähblubber rum und ein paar, hier liegen sie noch tot rum, genau, hier liegt so ein Rentier und ein schneller Beißer. Das ist cool, da liegen die Leichen wenigstens noch, da sieht man so ungefähr, was hier sich rumtreibt. Also alles, nichts Wildes, habe ich alles mit der Machete gemacht, habe ich sogar erzählt, hier, oh, lässt sich alles easy peasy mit der Machete machen. Und dann habe ich festgestellt, wie gesagt, dass die Aufnahme nicht gelaufen ist. Hier gibt es dann so Dinger zum Durchsuchen, so gestrandete Schlitten. Hier war noch irgendwo so ein Husky-Schlitten. Wo ist der denn hin? Da waren nur 2 Huskys an so einen Schlitten vorgespannt. Finde ich jetzt gerade nicht. Also hier ist auch keine große Not. Ich weiß nicht, ob das jeden Tag dasselbe ist oder ob es hier auch sowas wie Events gibt. Da kann ich jetzt noch gar nichts zu sagen. Jedenfalls war das hier jetzt nicht wirklich schwierig. Wie gesagt, habe mit der Machete alles niedergemäht. Hab dann noch erzählt, dass ich glaube, dass die Textur von den Eisenvorkommen geändert ist. Ich meine, die waren früher nicht so hell. Die sind irgendwie jetzt heller. Ich glaube, früher sah das aus wie so ein einziger Steinbrocken. Jetzt erkennt man ja richtig die Erze da drin. Da habe ich mich noch gefragt, ob das geändert wurde. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, die Textur der Taschenlampe ist eine andere, als sie früher mal war. Ja, wer hier natürlich gerne noch Rohstoffe mitnehmen will, kann natürlich jetzt noch die Bäume fällen und die Erze abbauen. Ja, ich brauche es nicht, hoffe ich jedenfalls. Ich weiß nicht, was ich in meiner Base noch alles habe. Jedenfalls steht jetzt der große Grind an. Punkte, 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 Punkte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt vielleicht 1 Stunde oder 1,5 oder 2 mich noch aufs Sofa haue, schön mit dem Handy. Zombies töten und dann auf Automatik drücken, damit er da weiß ich was macht, ne? Einfach rein, alles ummoschen. Hoffen, dass der Große nicht kommt, sonst geht natürlich die Energie wieder flöten ohne Ende. Dann will man da von A nach B ständig reisen müssen. Warum sammle ich jetzt gerade die Beeren? Ach so, weil ich das als Alternative für Essen benutzen wollte, genau. Ja, ansonsten versuche ich jetzt halt die Zuckerstangen zu kriegen, um dann auch noch Videos von den Bossen machen zu können. Würde ich dann sagen, spätestens dann melde ich mich wieder. Und, hier sind die Huskies, genau. Würde ich an der Stelle mich erstmal wieder fürs Zuschauen bedanken. Liken nicht vergessen und Kommentare nicht vergessen. Also es wird jetzt mehr wiederkommen. Ich hoffe auch Livestreams machen zu können, wenn mein Upload das mitmacht. Ich bin immer noch im Rassel mit Vodafone, weil die es nicht hinkriegen, in den Abendstunden mir so einen stabilen Upload zu liefern, dass ich damit streamen könnte. Ich habe die letzten Wochen immer mal wieder abends Bock gehabt zu streamen. Ging aber nicht, weil ich bloß 3 Mbit Upload oder sowas hatte von meinen eigentlich 20 gebuchten oder auch bezahlten. Und als Antwort kriege ich dann nur, können wir nichts machen, ihr Netzwerkknoten ist überlastet, wir bitten um Geduld, Sie können gerne 5 Euro Rabatt jeden Monat haben. Ja. Mal gucken, ich bin jetzt dabei, dass ich da irgendwie rauskomme und zur Telekom wechseln kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Deshalb sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Tag, Mahlzeit, schönen guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Schalte wieder ein, wenn es heißt Jimmy zockt. Und bis dahin, bye bye, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aufnahme beenden, siehst du?